Krasse Bilder von enormen Schneehöhen. Im Studio begrüße ich Carsten Brandt. Schönen guten Abend. Darüber müssen wir reden. Wann hört das denn auf? Ich habe relativ gute Nachrichten. Es wird jetzt relativ schnell nachlassen mit dem Schneefall. Diese Nacht schneit es noch ordentlich. Schauen wir uns doch vielleicht die aktuelle Radarkarte von Deutschland an. Da sehen wir überall blaue, lila Farben sogar mit sehr viel Niederschlag. Die letzten 24 Stunden. Alpenraum ganz unten im Bild. Lila. 30, 40, 50 Liter pro Quadratmeter, wieder sehr, sehr viel Neuschnee und aber auch teilweise Regen. Das Bild morgen sieht anders aus. Diese Karte wird es morgen so nicht geben. Es wird nur noch wenig schneien. Also eine Zeit zum Aufatmen für die nächsten zwei, drei Tage im Alpenraum wird es erstmal trocken bleiben. Es wird sogar die Sonne herauskommen. Gut, ist damit das Schlimmste vorbei? Nein, man sollte diese Zeit jetzt nutzen, diese Verschnaufpause, weil wir schon wieder befürchten, dass in die Wetterlage wieder kippt. Das heißt, diese typischen Nordwestwinde, die jetzt so viel Schnee gebracht haben, wieder aufkommen. Das könnte dann nach dem 20., 21., 22. Januar dann der Fall sein. Vielleicht schauen wir uns da auch nochmal gerade die Europakarte an. Die Strömung war ja so, dass, wenn man jetzt entlang dieser roten Linie das betrachtet, die Luft von der Nordseeküste quasi über Deutschland gegen die Alpen prallt. Man sieht unten den Pfeil, das weiße Gebiet mit den vielen Wolken, das sind die Alpen. Die Luft strömt also förmlich immer gegen das Alpenmassiv, wird zum Aufsteigen gezwungen, es kommt zur Kondensation, es kommt zu Schneefällen. So, und diese Strömung reißt jetzt ab für ein paar Tage, kommt aber wieder, und das ist die negative Nachricht, das heißt jetzt sichern, möglichst die nächsten Tage die Gebäude, die Dächer entlasten, weil der Winter ist nicht vorbei, Ende Januar kann es wieder losgehen.